Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Risen 3. Wir sind zurück, haben das letzte Mal Emma getroffen, sie hat mir einen halben Herzinfarkt verpasst. Und ja, sie hat Probleme und wir sind immer gerne da, um Probleme für andere Menschen zu lösen, die wir gar nicht kennen. Ja. Wie kann ich dir helfen? Ich fürchte, es ist fast zu spät für mich. Du lebst doch noch. Ja. Aber wer weiß, wie lange. Vielleicht gibt es ein Heilmittel. Ich kenne ein altes Rezept des Shaganumbi-Stammes. Ob es wirkt, weiß ich nicht. Aber in all der Dunkelheit ist es ein Hoffnungsschimmer. Einen Teil der Zutaten habe ich. Lediglich modrige Knochen und faulige Pilze fehlen mir. Das ist sehr schön. Wir haben nämlich einige modrige Knochen am Anfang am Friedhof gefunden. Am Anfang, wo wir in Antigua rumgefummelt haben. Ich glaube, das müsste die dritte oder vierte Folge gewesen sein, dieses Let's Plays. Und faulige Pilze haben wir in der Nähe gefunden. Aber ich glaube, es fehlen uns noch ein paar faulige Pilze. Du kennst Eingeborene der Shaganumbi? Ja, von ihnen beziehe ich einen Großteil meiner Waren. Die Voodoo-Künste ihrer Hexen haben mich schon immer fasziniert. Mich auch. Und sieh, was aus mir geworden ist. Ich verstehe nicht. Schon gut. Der Geist will schweigen, aber der Mund ist schwach. Man hat Bones gerade überhaupt nicht gesehen, also was er gesagt hat, war dadurch irgendwie lustig. Was das Heilmittel angeht... Modrige Knochen haben wir schon. Okay. Ich besorge dir die Zutaten für dein Rezept. Gut. Ich ziehe mich wieder in mein Haus zurück. Du findest mich dort. Ich wette, ich weiß, welches das ist. Emmas Höllengesuff heißt die Quest übrigens. Hier ist übrigens noch... Ich dachte, die hat ein Äffchen dabei, dabei war das ein Blatt. Hier ist noch ein fauliger Pilz. Einer fehlt uns noch und der liegt direkt hier hinten... Ja, übrigens, wir haben dadurch auch jetzt die Quest mit Emma gelöst, mit Tante Emma Laden. Emmas Höllengesöff, beziehungsweise die Quest hat sich eigentlich nur fortgeschritten. So, ich glaube, das müsste jetzt schon alles sein. Wir haben die letzten modrigen Pilze. Moment, apropos. Ich habe kein Fleisch zum Braten. Okay. Übrigens, letzte Folge am Schluss, wir reden gleich mit ihr, haben wir ja hier diese komische Ente gefunden. Oder ich denke mal, es ist eine Ente. Ihr könnt sie vielleicht gar nicht so gut sehen, weil sie ist da so ein bisschen versteckt im Gebüsch. Aber Timo, der Kleine, sagt mir mal, was es mit dem auf sich hat. Außer es ist eine ziemlich offensichtliche Quest, dann sagt es mir nicht, dann finde ich schon selber raus. Aber bevor wir mit Emma reden, na, hätte sein können. Am Rückweg nehmen wir noch die Feuerblume mit. Aus dieser Perspektive sieht man die fast gar nicht, weil sie hinter dem Gestrüpp versteckt ist. Aber okay. Wir könnten bei ihr oben einsteigen und sie zu Tode erschrecken, wie sie mich letzte Folge. Aber es passt schon. Hier. Was das Heilmittel angeht. Ich habe alle Zutaten. Ich habe die Zutaten, die du wolltest. Ich danke dir. Dann lass mich sofort ans Werk gehen. Und? Wie schmeckt's? Ich glaube, der Trank zeigt Wirkung. Es wird noch eine Weile dauern, bis ich wieder die Alte bin. Nimm dies als Belohnung. Du kannst auch einen Blick auf meine Waren werfen. Na, Trank der Überzeugung. Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Kann die mir was beibringen? Kannst du mir etwas beibringen? Klar. Was möchtest du wissen? Bond steht im Weg. Trank brauen lernen. Stelle magische Tränke aus den richtigen Ingredienzien her. Oh, das wäre schön. Und das hier müsste dann Pulversalben und Elixier für alle Lebenslagen. Alchemie steigert sich. Aber das skaliert dann, also skaliert. Das hat dann mit Geist zu tun und ich möchte Geist nicht aufleveln. Zeig mir deine Ware. Vielleicht hat Sicher. Dir was. Sieh dich nur gut um.
Vielleicht hat die irgendwas, was mir hilft. Ein klassischer Ohrring mit Einschüchtern, der aber deutlich schlechter ist als unsere jetzige. Piratenanhänger. Nicht schlecht, aber auch ziemlich teuer. Schädelamulett. Naja. Ziemlich teuer und eher was für Alchemisten, die ein bisschen auf. Sehr gut für fernkämpfende Magier-Alchemisten. Eisenring. Nee. Wobei. Plus 5. Okay. Minus 5 auf. Ein Totenschädel schmückt den Ring. Also es hat gut auf Hiebwaffen und Einschüchtern und Astralsicht. Schlecht auf Kristallmagie und Astralsicht. Und er ist aber ziemlich teuer. Der nehme ich mal an, keinen Rum oder so. Rum brauchen wir auch bald mal. Oh, man kann hier scheinbar doch mit den Äffchenschädeln kann man vielleicht sogar mit Voodoo Äffchen kontrollieren und so. Könnte ich mal vorstellen. Rezept für einen Trank des Willens, okay. Fingertrunk, Papageienflug. Ja, und hier, die hat alles mögliche an Voodoo-Sachen. Also, Voodoo-Typen haben hier schon mal die erste große Liebe in ihrem Leben gefunden, kann man sagen. Bei männlichen Riesenspielern, wie ich selbst, allerdings bei Leuten, die eher auf Alchemie und Voodoo stehen, könnte das mit der Liebe schon fast hinkommen. Okay, aber ich denke mal, außer mit Edward, jetzt in das Inland aufzubrechen, haben wir auf Antigua nichts mehr zu tun. Das ist nicht auf Antigua, das ist auch nicht auf Antigua. Orte, Teleporter, um diese Apparate brauche ich einen Teleportstein. Okay, also scheinbar, vielleicht findet man echt auf jeder Insel so ein Ding und man kann sich dann hin teleportieren. Weil wir haben ja momentan nicht wirklich ein Schiff. Wobei mit Schiffen ist ein Teleporter ja fast unnötig, oder? Egal, das Spiel sagt mir, ich soll das einsetzen. Ich bin mal ein guter Noob, ein guter Erstspieler und sammle hier erstmal einen Schlangenwurz auf und setze danach den Teleportstein ein. Teleporter, Hafenstadt von Antigua. Bitteschön. Teleportstein einsetzen. Geht doch. Das war's. Es war nicht so spektakulär, wie ich gedacht habe. Teleporter aktiviert. Wähle auf der Inselkarte einen aktivierten Teleporter aus, um dorthin zu reisen. Okay. Inselkarte. Hier ist einer. Teleporter Hafenstadt. Und wahrscheinlich kann man dann zum Beispiel hier einen Teleporter machen. Also einsetzen. Und dann kann man halt zwischen dem Hinterland und der Hafenstadt schnell hin und her reisen. Ich nehme mal an, das wird mit der Quest von Edward, den werden wir da den Weg oder vielleicht da links begleiten. Dann finden wir in der Höhle irgendwas. Oh, wir müssen den Dämonenjägern Bescheid sagen. Und ja, schließ dich uns an. Und dann finden wir hier einen Stein und zack, können wir uns schnell wieder herwarpen. So könnte ich mir das vorstellen. Und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, dass das nicht so spektakulär ist, wie ich gedacht habe. Legendäre Gegenstände. Ist das auf Antigua? Nee, Taranis, Calador. Die Crew. Haben wir irgendwas auf Antigua? Schwarzmagische Experimente. Dafür müssen wir einen Schamanen finden. Und die gibt's wo? Gibt's die hier? Nee, Bones ist nur der Questgeber. Deswegen ist der gelb. Das habe ich schon herausgefunden. Inquisitor. Westram Taranis, das ist Takarigua, Petty ist auch auf Takarigua. Also könnten wir bald mal nach Takarigua oder nach Taranis gehen. Auf oder nach Taranis, ich habe keine Ahnung. Kristalle sind für immer. Das ist auch irgendwo. Kristallportal, okay, bla bla bla, neue Verbundbündete, Chaos in der Hafenstadt. Höllenhunde sind bei Emma im Osten auf dem Marktplatz und vor Grace Schmiede in Flints Lagerhaus, bei Zack am Blutschwerplatz
und am Weststrand gesehen worden. Okay, das könnten wir, glaube ich, bald abgeben, weil ich glaube, wir haben alle Höllenhunde in der Hafenstadt erledigt. Also gehen wir mal zu Kapitän Alvarez. Oh, Zack patrouilliert hier. Hast du was nicht zu sagen? Nerven, weitergehen. Okay, er hat nichts zu sagen, was von interessant wäre. Alvarez, alter Kumpel, wir haben alles gemacht, was du verlangt hast. Ich habe einige Höllenhunde erledigt. Wo genau? Na, am Oststrand? Am Oststrand waren zwei. Mistviecher. Gut gemacht. Klingeling. Der Blutschwurplatz ist sauber. Gut. Die Biester haben mich am meisten gestört. Klingeling. Das Lagerhaus ist ausgeräumt. Was denn? Im Lagerhaus waren sie auch? Boah, das hätte ins Auge gehen können. Gute Arbeit. So, und damit wären wir fertig. Ich denke, das war's. Deine Stadt ist gesäubert. Sehr gut, mein Junge. Ich dachte schon, das war's jetzt mit meiner schönen Hafenstadt. Ja, wäre schade drum. Genau. Und darum müssen wir sie wieder aufbauen. Das klingt, als hättest du einen Plan. Wir brauchen Unterstützung. Wir brauchen frisches Blut. Wir sind sicher nicht die einzige Gemeinschaft, die ums Überleben kämpft. Wir müssen die anderen dort draußen zu einer Allianz mit uns bewegen. Okay. Währenddessen. Genieß dein Dasein, solange du noch kannst. Du kannst deinem Schicksal nicht entkommen. Deine Seele gehört bald mir. Wie steht's jetzt mit Ausrüstung? Alles, was ich dir geben kann, ist dies hier. Das ist alles? Was erwartest du? Wir leben in schweren Zeiten. Komm schon. Na gut. Hier hast du noch was. Aber wenn du noch mehr willst, dann musst du schon mehr dafür vorweisen als ein paar Höllenhunde, klar? Klar. Was war das für eine Zwischensequenz? Das war irgendwie geil. Da war irgendeiner, der heißt Necrolot oder irgend so was in die Richtung. Und der sagt wahrscheinlich zu uns, dass unsere Seele bald ihm gehört. Und das Ganze hat sich scheinbar im Reich der Schatten abgespielt. Also, Storytelling hat Piranha Bytes echt nicht vergessen. Eine Allianz mit einem Piratenhauptquartier auf Antigua. Ich glaube, da werden sich nicht viele drauf einlassen. Das klingt nach einer großen Aufgabe. Das ist es auch. Das Schlimmste wird sein, vorerst Ruhe zu bewahren. Wir dürfen uns nicht schon in den ersten Scharmützeln gegen Crow und seine Flotte aufreiben. Du bist jetzt unser bester Mann. Du wirst für uns alle sprechen. Du wirst die Kapitäne der Schiffe der anderen Gemeinschaften in unseren Hafen führen. So lange, bis wir genug Schlagkraft gegen die Flotte der Geisterschiffe dieses verdammten abtrünnigen Crow versammelt haben. Erst dann werden wir zum Gegenschlag ausholen. Okay, das ist ein guter Plan, der allerdings, glaube ich, am ehesten an der Umsetzung hapert, wie es ja fast bei allen großen Plänen ist. Eine Allianz? Mit dem Piratenhauptquartier Antigua? Warum denn nicht? Waren wir es nicht, die die Welt vor der sicheren Vernichtung durch die Titanen retteten? Sind wir es nicht gewesen, die bis zum großen Kampf gegen Mara noch auf den Meeren segelten? Wir? Was genau meinst du mit wir? Na schön, zugegeben. Die anderen Gilden waren auch nicht untätig. Umso wichtiger ist es, dass wir mit ihnen zusammenarbeiten. Na schön. Okay. Ich werde die anderen Kapitäne zur Allianz mit Antigua überreden. Gut so. Ich werde unsere Stadt auf die neuen Besucher vorbereiten. Mögen sie zahlreich sein und mit ihrer Kampfkraft unseren Hafen verteidigen. Und wenn du schon einmal dabei bist, dann schließe dich gleich einer ihrer Gemeinschaften an. Wir können dabei nur von ihren Stärken profitieren. Und ich weiß auch schon ganz genau, mit wem... Also nicht mit wem wir die Piratenallianz, aber mit wem wir unsere Allianz schließen. Unsere ganz persönliche. Und zwar mit den Dämonenjägern. Habe ich, glaube ich, schon zum 10. Mal in diesem Let's Play erwähnt. Ein Wort noch zur Piratenallianz. Schieß los.
Was ist mit dir? Kannst du auch ein hochseetaugliches Schiff beisteuern? Welche Gemeinschaften stehen für dich auf der Liste? Es sind beides interessante Fragen, arbeiten wir mal ab. Was ist mit dir? Kannst du nicht auch ein hochseetaugliches Schiff beisteuern? Ha, das letzte Schiff, was längere Zeit in meinem Hafen vor Anker lag, war der Kahn von Captain Morgan. Morgan? Du redest von Slanes Schiff? Morgan war doch nur sein Steuermann. Tja, nach Slanes Ableben ergriff er das Kommando an Bord des Schiffes. Seitdem streift er über die Meere und plündert und brandschatzt alles, was ihm vor die Kanonen kommt. Captain Morgan. Okay. Vielleicht sollte man Morgan zurückpfeifen. Er und die alte Crew von Slane wären doch bestimmt eine Bereicherung für unsere Sache. Ach, das schlag dir mal aus dem Kopf, mein Junge. Seit Morgan Blut geleckt hat, ist er nicht mehr zu halten. Du würdest ihn nicht wiedererkennen. Wir werden sehen. So schnell schreibe ich ein so tolles Schiff nicht ab. Wie du meinst. Ich muss mir das ja nicht ansehen, wie ihr euch beide aufreibt. Okay, wir können auch mit dem abtrünnigen Piraten eine Allianz schließen. Das ist wahrscheinlich schwerer als mit allen Gemeinschaften zusammen. Okay, wo kann man Morgan finden? Wahrscheinlich auf See. Wo kann ich Morgan finden? Oder in der Whiskyflasche. Er ist irgendwo da draußen mit seinem Kahn. Wahrscheinlich wird er dich zuerst finden. Das finde ich immer gut, wenn ich gefunden werde. Welche Gemeinschaften stehen für dich auf der Liste? Der Rat der Kapitäne ist geschwächt. Wir können hier jeden gebrauchen, der ein Schiff hat und es führen kann. Da mache ich keinen Unterschied zwischen einem keulenschwingenden Eingeborenen oder einem bücherlesenden Magier. Solange sie nur genug Mumm in den Knochen haben, um unsere Sache zu unterstützen und sich gegen Crow und seine Geisterschiffe zu stellen. Verstehe. Da hatte ich gerade so ein richtig geiles Bild vor Augen, wie an der vordersten Front die Eingeborenen mit Keulen schwingen, dahinter die Piraten mit Kanonen von den Schiffen und darauf die Magier auf den Fahnenmästen, die mit Kristallmagie auf die Feinde schießen. Alter, ich glaube, meine Fantasie geht langsam irgendwohin und das hat wehgetan, seltsamerweise. Also, Diebeskraut. Ist das irgendwas, was uns nützen könnte als Dieb? Bitte sagt, dass es so ist. Wir essen mal ein Proviant. Diebeskraut. Stellpflanze, die eine Fingerfertigkeit permanent erhöhen kann. +2. Geil. Einfluss +2. Fernkampf +2. Die beiden müssen wir auf jeden Fall wie einen Augapfel hüten. Na, das ist Blutregeneration. Ja, Überzeugungstrank. Ja. Aber die letzten 3 sind sehr wichtig, also permanente Fähigkeitserhöhungen sind immer sehr gut und bei uns rennt da wie ein Wahnsinniger uns hinterher. So, und ich denke jetzt mal wirklich, dass, ja, ich weiß, ich verbringe sehr viel Zeit im Logbuch. Schau nur grad. Okay, das sind ja die mehreren. Ich vergesse ständig, was die Quests alle genau sind, weil die nicht irgendwie ganz, also sie haben schon konkrete Namen, aber sie haben nicht irgendwie, ihnen fehlt das gewisse Etwas, den Namen. Allianz mit dem abtrünnigen Piraten ist eine Unterquest, okay. Was jetzt viel wichtiger ist, ist nämlich, okay, das ist jetzt erstmal egal. Wir kümmern uns jetzt nicht um eine der eigentlichen Quests, die wir schon im Inventar haben, sondern wir begeben uns mit einem der Dämonenjäger auf Schatzsuche oder ich habe keine Ahnung mehr, was der von uns will. Es ist schon ein paar Tage her und ich würde sagen, das schauen wir uns beim nächsten Mal an bei Let's Play Risen 3. Bis dahin sage ich Tschüss und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao.